Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Ich freue mich, Ihnen heute wieder etwas zeigen zu können, was nicht zugänglich ist auf unserer Burg. Und zwar wieder mal etwas ganz Besonderes, das sogenannte Binger Tor. Es stammt tatsächlich noch aus dem 14. Jahrhundert und ist die ehemalige Vorburg. Von hier aus war der Einstieg zur Burg gesichert. Wir sehen hier im Hintergrund den alten Torbogen. Und von dort kam man hier rein und ein relativ stracker, steiler Weg ging dann rauf zur Burg, zum Hauptgebäude. Und was wir hier sehen, sind tatsächlich noch alte Zinnenbereiche aus dem 14. Jahrhundert. Wir haben es jetzt sehr aufwendig wieder restaurieren lassen, vor ungefähr 4 Jahren. Und dort hat man also die alten Putzreste gesichert. Man hat die Schieferplatten der Zinnenabdeckungen ausgetauscht. Und was ganz interessant ist, wir haben hier am Außenkranz der Zinnen noch Ziegelsteine vorgefunden aus dem 14. Jahrhundert. Und die hat man mit gleichwertiger Qualität, soweit sie völlig zerstört waren, wieder ausgetauscht. Also wir haben hier einen Originalbestand des 14. Jahrhunderts und das ist eine große Besonderheit dieser Burg, dass man hier noch eine Vorburg vorfindet mit dem Anschluss an die ehemalige Zollanlage. Direkt hier schließt sich ein alter Zollkeller und ehemalige alte Zollbereiche noch an. Und das ist von fast allen Burganlagen vernichtet worden, das ist nicht mehr vorzufinden. Auf Rheinstein findet man eben noch diese Reste aus dieser alten Anlage und das ist schon eine Besonderheit für unsere Burg. Ja, jetzt lassen Sie sich einfach noch ein bisschen inspirieren. Wir zeigen Ihnen noch ein paar Bilder von dieser Anlage und damit freue ich mich, dass ich Ihnen wieder etwas Neues und Besonderes von Burg Rheinstein zeigen konnte. Und liken Sie uns wieder und unterstützen Sie uns und ich hoffe, dass wir bald wieder für Sie aufmachen können. Danke!